Hallo in Tokio, aus Tokio, in Afro. Und wir begeben uns jetzt sofort in den Weg zur Story. Nämlich zu den Slums, wo das Versteck ist, das wir ja alle kennen müssten. Ja, genau, genau. Ich habe gerade kurz überlegt, ob da nicht irgendwie so ein komischer Weg hin ist, aber alles richtig. Oh ja, die Bar. Okay, gut. Hier, Goldwood, wie war... tut mir leid. Der Himmel verdeckt meinen Horizont und jetzt lass mich durch. Natürlich, sofort. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Nee, das Lied kenne ich nicht. Ich habe kurz versucht, unauffällig zu horchen. Als meine kleine, bunt zusammengewürfelte Gruppe und ich endlich die Fraktion im Untergrund Slums von Tokio erreichten, betrat ich sie nicht sofort, sondern blieb vor dem Eingang stehen und lauschte auf das, was dort drinnen vor sich ging. Noch immer traute ich der blonden Göttin nicht über den Weg. Die Wunde, die sie mir mit der Verwandlung zugefügt hatte, wenn auch gutwillig, saß tief und ich bezweifelte sehr, dass ich jemals in der Lage sein würde, diese Frau Freundin nennen zu können. Gerüchten zufolge hat Enlil Wind vom Plan des Shoguns bekommen, trotz der Nachrichtensperre, welche errichtet wurde. Das ist nicht gut. Ein Krieg muss unter allen Umständen verhindert werden. Göttin Atsumomo, mit Verlaub. Aber uns rinnt die Zeit davon. Die Fraktion kann nicht länger warten. Die Südarmee mag unserem Ziel dienlich sein, aber ein Krieg in der Bevölkerung, das können wir unmöglich in Kauf nehmen. Ich fürchte, dass wir es müssen, Karen. Was ist mit diesem Mann, den der Shogun angeblich ausgesandt hat, um den Krieg zu verhindern? Der Assassine? Wir haben über ihn nichts in Erfahrung bringen können. Zwar konnten wir einen Mann lokalisieren, der sich seit kurzem in Tokio aufhält und auf den die Beschreibung des Spitzes passt, aber es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass er wirklich ein Göttermörder ist. Im Gegenteil. Er und seine Begleiter wirken eher wie ganz normale Reisende auf dem Weg in den Norden. Dann ist diese Möglichkeit also auch zu riskant? Bleibt uns denn wirklich nur die Teilnahme am Krieg, den die Südarmee beginnen will? Manchmal muss man für eine größere Sache eben Opfer bringen. Ich hatte genug gehört und beschloss, aus meinem Versteck zu treten. Opfer zu bringen ist stets der falsche Weg. Wer zum Teufel sind Sie? Shion und Kotomi traten hinter mir ein. Was? Ah, da bist du ja, Shion. Sind es etwa die Zeitreisenden, von denen uns die Herrin der Zeit erzählt hatte? Die Macht Göttliches auszulöschen? Ich ließ Shion nicht antworten. Ja, das bin ich, Atsumomo. Dann entschuldige ich mich für mein überstürztes Verhalten. Ich werde sofort die andere Zeitreisende dazuholen. Warte einen Moment, Karen. Sind wir uns mal begegnet? Tomoya ist bereits das zweite Mal hier. Nach ihrem ersten Zeitsprung musste sie erneut zu einem noch früheren Zeitpunkt hierher reisen. Tut mir leid, aber ich verstehe nicht so ganz. Aber das ist ja jetzt auch egal. Tomoya, ich möchte dich um etwas bitten. Wir können uns noch nicht, kennen oder so nicht, aber lass mich dir erklären. Du kannst ja die Worte sparen, Atsumomo. Ich bin nicht hier, um deinen Auftrag zu erfüllen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Diese Ehre bekommt die Tomoya, die in wenigen Stunden hier eintreffen wird. Und zu diesem Zeitpunkt würde ich gerne bereits in der Stadt der Götter sein. Okay, jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Wir müssen eine Freundin retten, die sterben wird, wenn die Geschehnisse erneut gleich verlaufen. Und das ist noch nicht alles, Atsumomo. Wenn wir Tomoya nicht rechtzeitig in die Stadt der Götter schaffen, wird der Virus von Ragnarök das grausame Erbe des einen uns alle vernichten. Als Shion diesen Satz ausgesprochen hatte, verstummten alle Anwesenden im Raum und eine bedrückende Stille machte sich breit. Für einige Sekunden sagte niemand etwas. Meine Anwesenheit hier hat vieles durcheinander gewirbelt und wir müssen nun versuchen, dies wieder zu ändern, sodass die Zukunft mehr wird als nur ein leeres, totes Land. Als ich hierher kam, dachte ich noch, dass ich vielleicht sogar meine Vergangenheit ändern könnte, doch so langsam beginne ich zu begreifen, dass unsere Taten nur auf ein Ziel hinausführen dürfen, den Ablauf der Geschichte so zu gestalten, wie er in unserer Zeit geschehen ist. Moment, Moment.
Lass mich das nur kurz wiederholen, damit ich sicher sein kann, dass ich das wirklich begreife. Wir reden hier vom Virus von Ragnarök, jenem Virus, den der eine in die Menschen und Götter pflanzte? Jenes Virus, das den Tod für die Unsterblichen bringt? Das ist zu 100% korrekt. Und wenn wir nichts unternehmen, dann wird unsere Freundin Mio sterben, wodurch Tomoya so böse wird, dass eben jenes Virus in ihr freigesetzt wird. Moment, Auszeit! Dieses Virus, der Schrecken aller Götter, er ist in ihr? Shion, wie kannst du sie dann nur hierher bringen? Hast du den Verstand verloren? Es erschien mir die logischste Wahl. Sie zu erschießen wäre weitaus logischer gewesen. Wenn ich Tomoyas Geschichte so überdenke, dann seid ihr beiden die einzigen Personen, welche den Virus aufhalten können. Hatsumomo, sie ist doch nicht einmal eine reinblütige Göttin. Wie sollte sie eine Chance gegen das Virus haben? Ich verstehe nicht genau, worum es hier geht, aber wenn dieses Virus wirklich so mächtig ist, dann sollten wir unsere Prioritäten überdenken. Das sehe ich auch so. Seid beruhigt, Gunil. Der Thron wird dir gehören. Aber damit dies geschieht und wir wirklich alle schaffen können, müssen wir uns an einen genauen Plan halten. Es tut mir leid, Tatsumomo. Aber ich sehe mich gezwungen, hier das Kommando zu übernehmen. Offiziell bleibst du aber noch die Anführerin. Ich verstehe noch immer nicht, wie ich dabei helfen kann, dieses Virus im Zaum zu halten. Vor allem sehe ich nicht, warum ich der Virusträgerin auch noch die Kontrolle über die Fraktion überlassen sollte. Ganz einfach, ich bin die Einzige hier, die weiß, was passieren wird. Kotomi stammt aus einer anderen Zeitlinie und Shion, naja, aber sie stammt aus der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ich bin die Einzige hier, die erlebt hat, was geschehen wird. Du kannst nur mir trauen. Glaub mir, mit dir zusammenzuarbeiten macht mir genauso wenig Spaß. In der Zukunft waren wir nicht gerade Freunde. Aber du bist die einzige Göttin, die ich kenne, welche den Switch beherrscht. Den Switch? Ah, ich sehe, natürlich. Das wäre ein Versuch wert. Wenn man den Körper mit einem Switch versiegelt, dann entgeht man der Gefahr, dass der Virus bei der Tötung des Trägers freigesetzt wird. Das könnte wirklich funktionieren. Es funktioniert, das kann ich dir versichern. Dann soll ich dich also in einen Jungen switchen? Bloß nicht, als Mädchen ist sie mir viel lieber. Nein, das wird nicht nötig sein. Pass auf, ich habe mir Folgendes überlegt. Auch dieser Plan erfordert ein Opfer, aber dieses wird vor allem von meiner Familie getragen. Und wenn wir es nicht bringen, dann gibt es eh keinen Morgen mehr. Jetzt bin ich auch gespannt, ich habe natürlich meine eigenen Thesen aufgestellt. In wenigen Stunden treffe ich mit der anderen Gruppe hier ein. Wir werden eine Nacht brauchen, bis wir uns entschieden haben, der Fraktion zu helfen und über den Harem ins Schloss einschleichen. Diese Idee kommt von mir, also erwähnen Sie vorher nicht. Sobald wir im Schloss sind, wird ein Kampf ausbrechen, deren Ursache ich nicht kenne. Enlil wird sich verschanzen und von dem Assassinen der Südarmee getötet werden. Also doch. Die Stadt der Götter erscheint, nachdem wir uns mit der Herrin der Zeit getroffen haben und wir werden gefangen genommen. Dort oben tötet Jehova schließlich Mio und ich raste aus und löse den Virus aus. Aber wenn wir darauf achten, es genauso ablaufen zu lassen, dann wird die Welt doch erneut untergehen. Ja und nein, ich würde zurück in die Zukunft geschleudert, als der Virus ausbrach. Vermutlich deshalb, weil ich zweimal am gleichen Ort zur gleichen Zeit existiert habe. Versteht ihr? Ich werde versuchen, Mio zu retten und damit erst dafür zu sorgen, dass ich jetzt hier stehe. Zumindest sehe ich das so. Das würde den Zeitrücksprung erklären, den Tomoya erlebt hat. Laut der Herrin der Zeit ist es unmöglich, ein Paradox wie die doppelte Anwesenheit der gleichen Person auszulösen. Dass eine der beiden Versionen durch die Zeit geschleudert wird, wäre also eine Möglichkeit. Weiter im Text, diesmal, was wir machen werden. Shion wird vorerst hier bleiben, bis mein früheres Ich in dem Harem aufbricht. Dann stößt sie zu uns. Wir werden uns so lange mit den Wolkenreitern außerhalb der Stadt aufhalten, um zu verhindern, dass wir den Zeitsprung verfrüht auslösen. Und damit eine weitere Zeitlinie schaffen. Da ich noch nicht weiß, wie die Zeit und ihre Umstellung exakt funktionieren, schlage ich vor, dass wir uns vorerst an den regulären Zeitplan meiner Zeitlinie halten. Soll heißen, sobald die Stadt der Götter auftaucht, dringen wir mit Shions Hilfe in sie ein und stürmen den Raum, zu dem wir gebracht wurden. In exakt dem Moment, in dem Jehova Mio verletzt und ich ausraste. Und weiter, noch entzieht sich mir der Sinn. Kotomi, du beherrschst doch einige dieser Heilkarten. Ich möchte, dass du zu diesem Zeitpunkt alles um dich herum ignorierst und dich nur noch auf Mio konzentrierst. Das Mädchen muss überleben. Verstanden? Ich werde mein Bestes geben.
Derweil werden Shion und ich Jehova attackieren und unsere Anwesenheit wird mein anderes Ich zurück in die Zukunft schleudern. Wenn wir schnell genug sind, dann können wir vielleicht den Ausbruch des Virus so im letzten Moment unterbinden. Außerdem, für den Notfall möchte ich, dass du Shion den Switch beibringst, damit sie ihn notfalls anwenden kann, um so den Ausbruch einzudämmen. Es wird effektiver sein, wenn ich euch zur Stadt der Götter begleite. Dem sehe ich auch so. Zwar würde ein Switch von mir wesentlich effektiver und schneller funktionieren, da ich eine reine Göttin bin, aber Hatsumomo hat dennoch mehr Erfahrung in diesem Bereich, da dieser Zauber ihr Spezialgebiet ist. Das mag vielleicht sein. Wir brauchen sie allerdings noch an einem anderen Ort. Der Virus ist in mir noch am ungefährlichsten, da ich ihn normalerweise ja auch unter Kontrolle habe. Allerdings bin ich nicht die erste in meiner Familie, welche den Virus in sich trägt. Um genau zu sein, es begann in diesem Jahr. Und wenn wir das ignorieren, haben wir am Ende vielleicht einen Ausbruch verhindert und einen Ausbruch provoziert. Ganz abgesehen davon muss dieser zweite Switch stattfinden. Er ist eine Zeitkonstante, ähnlich wie die Erschaffung des Virus. Kompliziert, aber du redest von deinem Vorfahren, oder? Genau, in Sapporo lebt ein Mädchen, welches der Beginn des Switch-Fluches war. Kotomi, ich kenne die Geschichte deiner Zeitlinie nicht genau, aber vielleicht kannst du erzählen, was in deiner Linie geschah. Eigentlich sollten beide Ereignisse ähnlich sein, bedingt durch die Konstante der Zeit. Nun, ich weiß natürlich nur das, was du mir selbst in meiner Zeitlinie erzählt hast. Katsumomo, in Sapporo wohnt ein Mädchen mit dem Namen Ai, in welcher das Virus sitzt. Du musst sie in einen Mann verwandeln und den Virus in ihr so versiegeln. Ich verstehe. Natürlich. Dieser Mann, sehr geehrter Kaiser Gonido, er wird sie in Hatsumomos Auftrag attackieren. Was, warum das denn? Die Fraktion und ich, wir arbeiten stets zusammen. Kenji tötet Kaiser Enlil. Vielleicht ist dies einfach eine falsche Überlieferung, denn der Name Enlil taucht in unserer Zeit in der Linie der Kaiser gar nicht auf. Die wahre Information könnte im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen sein. Er wird auch in Hatsumomos Auftrag die Familie von Medea töten. Nun, eigentlich soll er nur Medea töten. Dieses Ereignis lässt ihn schließlich in Hatsumomo eine Erzfeindin sehen und es beginnt ein Krieg zwischen ihm und den Göttern. Warum sollten wir das alles riskieren? Reicht es nicht, wenn ich ihn switche, zusammen mit der kompletten Familie und allen kommenden Nachfahren? Ich sehe nicht ein, dass ich mein Leben riskieren soll, wenn die Lösung doch so einfach ist. Meinen Berechnungen zufolge beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann eine Zeitschleife auslösen, fast 90%. Wenn Kenji nie zum Göttermörder wird, dann werden in unserer Zeit die Geschehnisse nie so weit führen, dass ich hier in dieser Zeit lande. Ganz abgesehen davon, dass der Switch eine Konstante der Zeit ist. Ich möchte gar nicht erst wissen, was passiert, wenn es nicht stattfindet. Ich wünschte, ich würde eine andere Lösung kennen. Doch so wie es scheint, ist das der einzig mögliche Weg. Mir ist natürlich klar, dass ich damit effektiv darum bitte, zwei unschuldige Kinder ermorden zu lassen. Und diese Entscheidung wird mich vermutlich mein Leben lang verfolgen. Jedoch sehe ich einfach keine andere Möglichkeit, so sehr es mich erschmerzt. Wenn man mit der Zeit und ihren Veränderungen hantiert, muss man vorsichtig sein. Tomoyas Brachialeintritt in dieser Zeit hat zwar bewiesen, dass die Zeit veränderbar ist, aber wir wissen noch immer nicht, wo die Grenze ist. Natürlich könnte all dies funktionieren und Tomoya bei ihrer Rückkehr in ihre Zeit ein glückliches Leben ohne Probleme führen können, aber es könnte eben auch eine Schleife ergeben, in welche die Ereignisse sich immer und immer wiederholen. Ich denke, dass der Tod von zwei Kindern vertretbar ist, wenn man damit eine Zeitschleife abwenden kann. Autsch, bei dir klingt das noch viel kälter. Gut, ich sehe euren Punkt. Als Anführerin der Fraktion versichere ich dir, Tomoya, unsere Hilfe. Der Virus ist nichts, wovor wir die Augen verschließen dürfen. Egal wie schrecklich der Plan für Einzelne auch sein mag. Und wenn du sagst, dass alles so geschehen sollte, wie es ohne dich geschehen würde, dann soll es so sein. Super, dann haben wir vielleicht eine reelle Chance. Hoffen wir es. Okay, ich wiederhole kurz die wichtigsten Punkte des Planes. Nachdem mein anderes Ich anfängt, den Palast zu stürmen, werden wir in die Stadt der Götter eindringen, während du, Hatsumomo, dich auf den Weg nach Sapporo machst. Wir haben Wolkenreiter aufgetrieben. Du kannst dazu einen von diesen nehmen. Dort sprichst du einen Switch auf die Familie Okazaki, wodurch du den Virus dort unterdrückst. Gleichzeitig geben wir unser Bestes, um den Virus in der Stadt der Götter in Zaum zu halten. Anschließend befiehlst du dem Mann, der aus dem Mädchen Ei wird, Medea zu töten und sorgst dafür, dass die Geschichte ihren Lauf nimmt, wie sie ihren Lauf nehmen muss. Das ist alles. Mein anderes Ich wird noch einiges loswerden. Auch über die Zukunft, das brauche ich jetzt hier nicht zu erörtern.
Es missfällt mir zwar, einen Feind zu züchten, aber ich werde mich an den Plan halten. Mach dir darüber mal keine Sorgen, Azumu, und du wirst noch sehr, sehr lange leben, bevor die Fehde ihr Ende findet. Das hoffe ich doch. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Der Assassine der Nordarmee hat zwei Begleiter, das habt ihr vorhin doch gesagt, oder? Das ist korrekt, zwei Frauen. Eine von ihnen trägt einen großen schwarzen Schild, die andere eine Augenbinde. Meiner Information nach nennt er sie Reese Beef und Ryder. Ich frage mich, wer die beiden sind. Der Kenshi, den ich kenne, war stets ein Einzelgänger. Ja, da weiß ich auch nicht weiter. Da kommen wir nicht rein, wetten. Richtig. So gern ich Karina sehen würde, wir dürfen das im Moment nicht riskieren. Gut gemacht, Tomoya. Das scheint mir ein Wandumhang und ein langer blauer Schal zu sein. Ich habe aber keine Ahnung, wem sie gehören könnten. Wofür steht wohl das Q? Okay. Ich wollte kurz fragen, ja, wofür steht das Q? Aber ich habe mich zurückgehalten, okay? Verurteilt mich nicht. Wo können wir uns am besten aufhalten, um auf die Stadt der Götter zu warten? Es muss ein Ort sein, den ich zuvor noch nicht aufgesucht habe. Und am besten im Osten, denn vom Meer kommt die Stadt der Götter. In der Nähe von Kamogawa, im Osten von Tokio, gibt es einen Berg Kano. Warum geht ihr nicht dorthin? Ja, das ist eine gute Idee. Junge, was machst du da? Gibt es etwas, was ihr wissen wollt? Ja, ich will wissen, warum du da plötzlich stehst, Junge. Was ist dein Problem? Bra. Gut, gehen wir hoch. Okay, jetzt wieder hier. Le Miserable. Nice. So, dann müssen wir jetzt erstmal aus Tokio raus. Hallo Kinder. Hallo Fass. Hallo Katze. Nun. Es geht alles in Richtung nicht Finale. Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Lange wahrscheinlich. Aber ich sag mal so in Richtung Event. Weil alles spitzt sich natürlich jetzt auf die Begegnung mit Jehova zu, die wir bereits hatten. Und dann kommen wir eben mit dem anderen Tomoya da rein. Oh. Ist das eine Geisterhöhle? Kann ich nicht anhalten? Hallo? Ah, warte, hier war ich schon, ne? Höhle von Aram. Ihr guckt, der steht sogar hier. Ah, ja, das waren doch die mit dem... Ja. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte noch eine Geisterhöhle gefunden. Kann ja mal vorkommen. Ja, doch, ich erinnere mich. Mal im Osten war es, oder? Ja, der Berg Kano, genau. Als wir den Berg Kano eintrafen, war das erste, was mir auffiel, eine bekannte Aura, welche seltsam vertraute Gefühle in mir weckte. Doch als ich mit den beiden innerlich aufgeregt den Berg erklommen hatte, erwartete mich dort nur jene Göttin, die uns bereits im Schloss von Tokio über den Weg gelaufen war. Die Göttin. Oh verdammt, so war das nicht geplant. Ich sollte doch gar nicht hier sein. Tomoya, kann es sein, dass dies zufällig jene Person ist, die du im Schloss von Tokio bekämpfen wirst? Ich glaube, dass ich einmal mit diesem Mann, den du Kenshi nanntest, gesehen habe. Ja, das ist sie. Pass auf deine Worte auf, Shion. Wir wollen nicht riskieren, dass du weißt schon, was beeinflusst wird. Ha, das ist die perfekte Gelegenheit, um ein paar Informationen zu bekommen und ich werde sie auch nutzen. Ich bin hier selten wählerisch, welches Wissen ich weitergebe, wohl aber mit wem ich es teile. Dann lass ich mir sagen, dass du keine Wahl hast. Das sollte dir das Reden erleichtern, oder? Ich ziehe es erst einmal vor, ein fragendes Gesicht zu machen, bis ich eine Erklärung bekomme, warum. Simpel! Deine Überraschung und die Aussage deines Partners Kenji lassen erahnen, dass eure Gruppierung nicht nur über genaue Kenntnisse über die Abläufe dieser Zeitlinie verfügt, sondern auch darauf bedacht ist, dass bestimmte Ereignisse zu exakten Zeitpunkten erfolgen. Daher nehme ich an, dass du ein gewisses Interesse daran hast, im richtigen Moment im Schloss von Tokio zu erscheinen. Korrigiere mich, sollte ich falsch liegen. Fakt ist auch, dass Tomoya dir im Schloss von Tokio begegnet ist, was bedeutet, dass du dieses Schloss lebend erreichen wirst. Sprich ruhig weiter, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Nicht weit.
Ich muss dir jetzt lediglich noch verraten, dass ich dich umbringen werde, wenn du mir nicht antwortest. Oh, das ist clever. Was soll denn an einer Morddrohung so clever sein? Shion, was wird das, wenn es fertig ist? Ich habe der Frau vor uns lediglich die Ketten der Zeit aufgezeigt, an denen sie hängt. Einerseits weiß sie dank ihrer Information über diese Zeitlinie, wann sie wo zu erscheinen hat, damit alles nach ihrem Plan läuft. Sie kann es sich nicht leisten, dass ich durch eine Kugel in ihrem Kopf den gesamten Verlauf der Ereignisse durcheinanderwirble und am Ende vielleicht noch ein Paradox produziere. Wenn ihr bereits eine so kleine Ungenauigkeit wie unsere verfrühte Ankunft Sorgen bereitet, muss sehr viel von ihrem Timing abhängen. Folglich würde sie alles tun, damit sie ihren Zeitplan einhalten kann. Andererseits verrät mir deine Aussage, Tomoya, dass sie dieses Treffen überleben wird. Und das kann und wird sie nur unter der von mir gestellten Bedingung. Versteht ihr? Deine Erinnerung, Tomoya, ist der Beweis dafür, dass die Frau vor uns sich allen meinen Forderungen gebeugt hat. Applaudite, applaudite. Ich klatsche Beifall zu diesem ausgewieften Plan. Du hast deinem Ruf gerecht. Gut, jetzt wo wir das geklärt haben, sagt mir, wer ihr seid, Frau. Denn eine Göttin, das seid ihr definitiv nicht. Ja, aber den Rest erfahren wir erst nächste Folge. Und ja, ne, Zeitlinie und so weiter. Alles spitzt sich zu, dass wir auf Dings treffen, Jehova, und dann sehen wir auch, was mit Mio passiert ist. Beziehungsweise Mio wird geheilt. Aber wir wissen ja, Mio hat damals ihre Augen wieder geöffnet, also. Irgendwas ist mit Mio. Die hat auch rote Augen gehabt, ne? Ja, wir werden es nicht so irgendwann sehen. Bleiben wir gespannt und Sayonara. Ciao.